Denn nur ein kleiner Prozentsatz aller Zuschauer ist überhaupt Abonnent dieses Kanals und ich mache immer mal wieder coole Verlosungen. Also, wenn dir der Content gefällt, lass doch gerne ein Abo da. Es ist umsonst und du kannst deine Meinung natürlich auch jederzeit ändern. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir mal ein bisschen voraus auf das Jahr 2022, wo ja dann mit, sagen wir mal, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das riesige Update kommen wird. Und ich vermute auch mal, es wird das nächste Update sein, was uns erwartet. Das ist jetzt allerdings zwar nur eine Vermutung. Trotzdem, ich glaube, die Chancen stehen da gar nicht mal so schlecht, dass das nächste Update das riesige ist. Und wir können noch mal ein bisschen zurückblicken. Es war der 12. August. Da hatte ein René, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie du mit Nachnamen hieß, es ist halt aber auch egal. Er hatte bei Facebook gefragt, ja, was ist denn jetzt mal mit dem großen Update und so weiter und so fort. Und dann hat Clash of Clans geantwortet, ihr werdet euch an diesen Screenshot erinnern. Und Clash of Clans hat gesagt, hallo René, ein extrem großes Update ist schon lange geplant. Ich muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen, das ist ja genau das, was Aino im Mai 2020 schon gesagt hatte. Daran arbeiten 90% der Entwickler schon länger. Deswegen waren die letzten Updates auch relativ klein. Leider muss ich dir auch mitteilen, dass dieses Update dermaßen komplex ist, dass es bis nächstes Jahr verschoben wurde. Aber wenn es dann rauskommt, wird Clash of Clans ganz viel frischen Wind bekommen. Hab Geduld. Bis dahin wartet auf uns noch das Herbst- und das Winter-Update. Ja, hätte ich mir den Screenshot mal vorher angeguckt, hätte ich mir die Hoffnung für das Winter-Update eigentlich sparen können. Das war jetzt so ein bisschen dumm von mir. Ja, dann muss man sagen, das war jetzt nicht so ganz so schlau von mir, meine Hoffnung in das Winter-Update zu stecken. Ich hätte mir den Screenshot nochmal angucken sollen. Aber okay, also lasst uns die Zeitleiste nochmal einmal von hinten nach vorne aufrollen. Es war Mai 2020, da hat Aino gesagt, das riesige Update kommt Ende 2020, also etwas komplett Neues, Innovatives für Clash of Clans. Know where you're going, that it's easy to work remotely, but yeah. I think it's going to be more challenging when we start working on some super new exciting stuff later in the year. Allerdings, Corona hat dann ordentlich reingehauen, wir wissen es, ich mache den Leuten natürlich auch gar keinen Vorwurf und es wurde nichts. Dann kam ja, März 2020 kamen die Supertruppen. Ja, und die anderen Updates für 2020, seien wir mal ehrlich, waren dann auch eher so semi-groß und ja, hatten dann einfach nur neue Supertruppen oder auch entweder mal eine neue Truppe zum Inhalt oder auch eine neue Belagerungsmaschine. Und dann springen wir ja im Endeffekt jetzt schon weiter in den August, also 12. August, dann haben wir das jetzt gesehen, was uns das Clash of Clans Team bei Facebook geschrieben hat, nämlich, dass leider das Herbst- und das Winter-Update, die wir jetzt ja auch beide kennen, nicht so groß sind und das Update halt super komplex ist und es auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und jetzt stellt sich natürlich mal wieder die Frage, also es stellen sich mehrere Fragen. Zum einen, wird das nächste Update schon dieses riesige Update sein? Und was wird es sein? Also, was wir ja wissen ist, dass Supercell bzw. das Clash of Clans Team versucht, 4 Updates pro Jahr zu bringen. Ursprünglich hatten sie gesagt, Q1, Q2, Q3 und Q4 jeweils ein Update. Aber mittlerweile haben sie gesagt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter soll ein Update kommen. Haben wir ja auch dieses Jahr gehabt. Boah, jetzt muss ich sogar echt mal noch überlegen, was wir hatten. Also Frühling war Rathaus 14. Wobei ich immer noch der festen Überzeugung bin, Rathaus 14 kam raus, weil sie das andere Update nicht fertig hatten. Ich bin mir sicher, sie wollten es bringen, aber es war nicht fertig und dann haben sie gesagt, komm, was ja auch im Endeffekt okay ist. Es ist okay, es ist so, das ist so dieses GTA-Prinzip. Also, beziehungsweise, wer von euch kennt Cyberpunk 2077? Das Spiel kam raus, es war nicht ansatzweise fertig oder beziehungsweise es hatte super viele Bugs und dann war das Geschrei groß, sie mussten es wieder aus dem PSN-Store nehmen, ja. Das ist natürlich dann blöd, ne? Das ist dann natürlich der Super-GAU schlechthin, wenn du dann sowas machst, Dann ist das Geschrei groß natürlich. Dann ist das Geschrei natürlich groß. Und bei GTA ist es halt genau umgekehrt. Zumindest war es, ja, okay, bei den Remastered, da lassen wir jetzt mal, oder da machen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber zumindest bei den bisherigen Spielen, sagen wir jetzt mal GTA, also die früheren Teile. Da war es so, sie sagen, ey, das Spiel ist noch nicht fertig und bevor wir da irgendwas releasen, was halt irgendwelche Fehler hat, dann verschieben wir es lieber nochmal. Und das war wahrscheinlich auch hier, ja, der Vater des Gedanken bei diesem Vorgehen, dass Supercell gesagt hat, es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht fertig, also bringen wir dann jetzt erst Rathaus 14 raus. So,
Jetzt werde ich den hier mal eben ganz kurz mitnehmen, Leute. Währenddessen, das ist das gut an den Super-Kobolden, da können wir mal eben noch ganz kurz ein bisschen weiterreden. Also, was auch so ein bisschen vielleicht darauf hindeutet, dass das nächste Update schon das große sein könnte, sind es halt diese ganzen Kostenreduzierungen, die wir jetzt hatten. Die hatten wir ja auch schon mal immer vor den neuen Rathäusern und jetzt haben wir ja erst ein neues Rathaus gesehen und wir können mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass Rathaus 15 jetzt erstmal nicht kommen wird beim nächsten Update. Ich vermute mal, das wird noch ein bisschen dauern. Von daher, ja, das wird interessant. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird interessant. Vor allem, Rathaus 14 kam ja April raus. Nächstes Jahr April wäre es ein Jahr. Oh, vielleicht könnten wir dann Ende des Jahres vielleicht Rathaus 15 sehen. Das wäre natürlich übel. Also das würde ich natürlich feiern, wenn Ende 2022 Rathaus 15 käme, dann hätten wir ja zwei große Updates. Dann hätten wir das riesige Update, wo wir nicht wissen, was es ist, und dann hätten wir noch Rathaus 15. Na, das wäre natürlich super. Das wäre natürlich absolut super. Das würde ich auf jeden Fall feiern. So, jetzt nehmen wir mal eben noch den Loot mit. Und jetzt zum Inhalt des besagten großen Updates. Also, die Frage ist ja, was können wir da erwarten? Ich habe mal noch auf meinem Computer gesucht. Ich habe da ja echt, ich habe alles gespeichert. Alle Konzepte, die ich jemals irgendwie gebracht habe oder so. Und habe mal ein paar Bilder für euch rausgesucht. Also, was habe ich denn hier? Die Megabase. Das war ja etwas, was mal irgendwann durchs Internet gegeistert ist und wo ich dann gesagt habe, boah, das wäre so geil, wenn das kommen würde. Wo sie dann gesagt haben, nö, das machen wir erstmal nicht. Heißt allerdings nicht, ja, dass es jetzt komplett vom Tisch ist. Von daher würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht genau. Wäre vielleicht auch mal etwas für ein Update, aber ob das jetzt tatsächlich in so einem riesigen Update kommt, würde ich eher vielleicht ein Fragezeichen dran setzen. Aber ey, das guckt euch das mal an. Sieht mega geil aus einfach. Also, wir haben jetzt hier alleine vier Rathäuser mit viermal Clanburg. Ey, guckt euch das mal an, wie viel Verteidigung das einfach ist. Es wäre so genial. Das würde, glaube ich, richtig Spaß machen, das anzugreifen. Ich glaube, da hätten die Leute richtig Spaß dran. Das wäre richtig cool. Vielleicht, ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht könnte man das mal so machen, dass die Spieler auch mal die Chance hätten, auf irgendeinem Kanal, in irgendeiner Form Sachen einzureichen bei Supercell und zu sagen, hier, ich habe was gemacht. Könntet ihr euch das vorstellen, das mal als Challenge zu bringen oder jetzt hier in diesem Fall als Megabase? Oh, das wäre richtig gut. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Also Megabase, würde ich feiern. Würde ich wirklich feiern. Dann habe ich hier noch was, wo ich absolut nicht mehr weiß, woher das ist. Ich habe keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mir das so vorstelle wie so ein halt, ja, wie so ein Clan-Dorf. Wer von euch Heyday spielt, der wird wissen, dass es bei Heyday The Valley gibt. The Valley, also sozusagen das Tal, das haben wir bei Everdale haben wir ja auch sowas, ne, dass man zusammen irgendwas macht, man hilft sich, man baut zusammen Sachen auf und so weiter. Und ja, das könnte ich mir auch bei Clash of Clans vorstellen, dass man, wie gesagt, so eine Art Clan-Dorf hätte, wo man dann gemeinschaftlich was aufbaut, wo man gemeinschaftlich was macht, wo irgendwie, weiß ich nicht, man zusammen ein Dorf aufbaut und dann baut man das zusammen auf und dann kann man das Dorf halt von anderen angreifen lassen oder andere Clans müssen dann dein Dorf angreifen und du musst dein Dorf angreifen. Oder vielleicht ist das auch Megabase und Clan-Dorf irgendwie kombiniert, dass du das halt so weit aufbaust, das Clan-Dorf, dass du halt irgendwann aus diesem Clan-Dorf so eine Megabase gemacht hast. Das wäre so genial. Auf jeden Fall, das würde ich richtig feiern. Was habe ich mir hier denn noch gemacht? Das ist noch ein Screenshot. Okay, warte mal. Ich muss das hier mal gerade ein bisschen sortieren. Also, den Screenshot, den wir jetzt hier gerade sehen, mit Available Cards, dieser Screenshot gehört zu der Höhle. Also quasi, du schaltest die Höhle frei, beziehungsweise du legst diese Höhle frei. Sie ist verschüttet am Anfang. Wenn du diese Höhle freigeschaltet hast, beziehungsweise wenn du sie freigelegt hast, dann schaltest du die Clan-Kampagne frei. Bei der Clan-Kampagne kannst du dann verschiedene Aufgaben oder beziehungsweise du machst verschiedene Kampagnen. Und wenn du diese Kampagnen gemacht hast, dann kriegst du diese sogenannten Karten. Und wenn du die dann, also du kannst sie freischalten und dann kannst du die benutzen. Wie zum Beispiel jetzt hier Schild oder ich weiß gar nicht, warum ist da ein Hindernis? Aber ein Hammer zum Beispiel oder irgendwie ein Bauarbeiterschub oder ein Laborschub nochmal extra oder sowas. Halt Sachen, die man so im normalen Dorf gebrauchen kann, die schaltest du bei diesen sogenannten Clan-Kampagnen dann frei. Und ja, das wäre auch etwas, dass der Clan da auch zusammenarbeiten muss, dass es halt so eine Aufgabe ist, die halt so schwer ist, dass es jemand alleine halt nicht schaffen kann. Und die Megabase,
die Leute, die Boom Beach spielen, kennen die Megabase. Bei Boom Beach heißt es Operation, dass halt einer alleine das nicht schaffen kann und dass die Leute zusammenarbeiten müssen. Ja, und so eine Kombination aus Clandorf und Megabase, oh, das wäre natürlich richtig gut. Denn dann hättest du sowas wie ein Clandorf, aber nicht so wie bei Everdell, wo du einfach nur Sachen aufbaust und dir dann hilfst, irgendwelche Sachen zu produzieren. Nein, du lässt es auch angreifen, du musst dich verteidigen, du musst andere Clandörfer angreifen. Das wäre super. Aber, ja, das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr euch vor allem wünscht für das Update. Also, ich sage mal, kurzer Cut und dann greifen wir gleich nochmal an. Ich habe auch noch ein bisschen was zum Ausbauen. 2 Stunden Bohrer für Dunkles, das ist schon mal ganz gut. Ja, 7-mal Goldmine, oh Gott. Warte. Ich werde mal einen Bauarbeitertrank kaufen. Das muss einfach mal sein. So, jetzt arbeitet das schon mal etwas schneller. Wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und ich habe nochmal einen gefunden, wo wir relativ easy Loot bekommen. Ja, ich muss dazu sagen, ich rege mich eigentlich selber immer auf, wenn mich jemand angreift mit den Schleichkobolden. Aber es ist nun mal die einfachste Methode zu farmen, von daher, das ist nun mal so. Ich habe auch noch ein Bild gefunden, das habe ich damals aufgenommen. Und zwar 3 Geräte aneinander, sozusagen ein lokaler Multiplayer für Clash of Clans. Bedeutet, mit 2 Leuten kannst du dann zusammen eine Base angreifen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Megabase-Konzept. Ja, ich muss sagen, das hat es mir auch angetan. Das ist ein sehr gutes Konzept. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, gerne mal in den Kommentaren diskutieren, was euch denn davon am meisten zusagt, wo ihr sagt, ey, das ist was Gutes, das ist vielleicht nichts Gutes. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da eure Meinung mal teilt. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz cool. Jo. Und dann freuen wir uns alle aufs Update. Also, ich bekomme ja mit, was die Leute wollen, was sich die Leute wünschen beim Update, was sich die Leute nicht wünschen. Und wenn ich mal so in die Kommentare gucke oder mit Leuten dann mich, beziehungsweise mit Leuten schreibe und dann sagen die mir, ich wünsche mir, das meiste, was genannt wird, ist einfach, wir wünschen uns etwas für alle. Etwas, wo alle zusammen was machen. Nicht nur was für die hohen Rathäuser, natürlich, wenn ein normales Update kommt, dann ist es nun mal für die hohen Rathäuser, kann ich auch absolut verstehen, aber ihr müsst ja überlegen, es muss ja irgendwas für alle mal kommen. Das würde das Spiel so viel weiterbringen. Die meisten wünschen sich natürlich auch den globalen Widder, das wird nicht passieren, das können sie auch gar nicht machen, verstehe ich auch, aber ja, das ist halt die Sache, ne? Wenn das nicht geht mit dem Global, wenn man ihn nicht zurückbringen kann, ja, dann muss man halt gucken, dass man irgendwas anderes findet, wo dann die Leute halt zusammen irgendwas machen können. So, jetzt müssen wir eben gucken. Ich habe 960.000, die ich brauche. Ja, das passt auf jeden Fall. Wir machen da noch eine Mauer. Jetzt habe ich noch 1,1 übrig. Ich könnte sogar noch eine. Ja, warte mal. Jetzt machen wir hier noch eine Goldmine. Die allererste Goldmine mal jetzt mal fertig. So. In 46 Minuten ist ja sowieso schon der Bohrer fertig. Dann kann ich das einsammeln hier, oder? Nein, kann ich nicht. Aber ist egal. Dann werde ich vielleicht gleich nochmal die 2. Goldmine machen. Das dauert dann jetzt aber eh alles wieder. Ja, wobei ein Tag, das geht ja alles noch. Gut, dann haben wir bald alle Goldminen fertig. Mauern sind es noch 108. Das ist noch ein ganzer Batzen. Aber hier sieht es schon mal ganz gut aus. Alles gefüllt. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn nur ein kleiner Prozentsatz aller Zuschauer ist überhaupt Abonnent dieses Kanals und ich mache immer mal wieder coole Verlosungen, also wenn dir der Content gefällt, lass doch gerne ein Abo da, es ist umsonst und du kannst deine Meinung natürlich auch jederzeit ändern. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!